faselt irgendwas von Sixten Sonderrechten und hat sich das ganze Theater aus nächster Nähe anschauen können. Dies ist ein ernstes Problem. Das Letzte, was ich brauche, ist, dass dieser Ransom Schwierigkeiten macht. Waits, Ende. Ja, das ist eine ganz gute Idee, glaube ich. Ich denke auch. Tot. Zack, von hinten. Ja. Guck mal, das ist auch wieder so ein Beispiel für diese Lichtspiele. Das ist noch relativ harmlos eigentlich hier mit diesem Jaguar-Schatten. Es gibt im späteren Verlauf des Spiels, das ist jetzt schwierig zu beschreiben, aber ich erinnere mich noch an eine Stelle. Okay, wir sind richtig hier. Also hier rechts rum eigentlich sind wir richtig. Da gibt's so eine... Ach, ich kann das nicht beschreiben. Ich hätte da mal einen Screenshot von gemacht auf Steam, aber irgendwie gibt's den, glaube ich, nicht mehr. Und ich weiß leider nicht, warum, ehrlich gesagt. Das ist so ein visuelles Lichtspiel. Da kommst du nämlich in einen Raum. Das ist ziemlich am Ende. Und... Mein Empfang ist Sperrgebiet. Ich kann nicht näher rangehen. Das ist der einzige Weg. Ripley, das ist ein Krankenhaus. Evakuierungsverfahren müssen eingeleitet werden. Okay, Moment. Wo muss ich denn da hin? Stromanlage. Wo haben wir die denn da oben? Jo. Das noch. Da steht in der Mitte so eine Art... das ist nicht eine Säule, sondern... Das ist so ein zentrales Raumelement, wo auch Belüftung, Elektronik und alles Mögliche dran vorbeigeht. Da sind die Schatten und die Lichtspielungen sind da so ausgerichtet, dass wenn du reinkommst, du denkst, dass du ein Alien vor dir hast, beziehungsweise glaube ich sogar zwei. Mhm. Aber wenn du näher kommst, siehst du, so ähnlich wie hier eigentlich. Du hast so ein zentrales Raumelement. Nur, wie gesagt, die Lichtspielungen, die scheinen dir ein Alien vorzugaukeln. Aber das ist ziemlich subtil. Unglaublich genial gemacht, wie ich finde. Und den Screenshot hatte ich mal gemacht. Das Ganze ist übrigens in so einem schwarz-blauen Licht gehalten. Und dann gehst du weiter, dann machst du irgendwas auf der Station und dann explodiert alles. Alles ist ein Feuer. Und dann musst du diesen Weg nochmal backtracken. Und auf dem Rückweg kommst du an derselben Stelle vorbei und das Ganze sieht dann aus wie vorige Aliens. Das ist unglaublich genial. Ja. Ich hoffe, ich kann das in der Aufnahme mal zeigen, also was ich denn da meine. Ich weiß auch nicht, ob du dich daran erinnerst oder ob dir das aufgefallen ist, weil das ist nicht so on the nose, das ist tatsächlich ein bisschen subtiler. Boah, dieses Licht hier. Guck dir das mal an. Ich bin immer noch total begeistert davon. Von den Schattenwürfen dieser rumschwebenden Teile hier. Und guck mal, da sehen wir ein Stück noch von der Sevastopol da oben. Weiß man eigentlich, was das für ein Planet ist? Ist das der Jupiter? Nee. Boah, wie die Sonne aussieht, ist mir auch noch nicht so aufgefallen. Man sieht ja sogar diese Sonneneruptionen. Könnte vielleicht eine von diesen 10 Millionen LV-Menschenkolonien sein. Ich weiß aber auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob der Planet überhaupt da benannt worden ist. Der glaube ich auch nicht. Ich glaube auch, das ist auch weiter als unser Sonnensystem, ne? Oder? Ja, also die Alien-Filme haben ja nie irgendwo in unserem Sonnensystem gespielt, sondern immer zigtausend Lichtjahre entfernt. Ja, ich glaube, allein in der, was sagten die im ersten Alien-Film, da sind die ja auf der Rückreise zur Erde. Mhm. Und da sagten ja irgendwie was, dass sie dann nochmal irgendwie jetzt so für 20 Jahre in Kälteschlaf gehen, bis sie dann wieder auf der Erde sind. Stimmt. Oh, eine Speicherstation. Oh Gott. Die habe ich jetzt gerade erst gesehen. Ich eier hier schon rum. Lauf Gefahr, dass jederzeit mich dieses Alien auflauert. Oh, guck mal, das Sabbat da oben. Kannst du dich aber drunter stellen. Oder lass mal stecken, ne? Ich glaube, ich sollte mal den Strom anstellen, wa? Meinst du, das ist eine gute Idee? Ja. Nee, eigentlich nicht, aber... Oh Gott, das ist auch noch sowas, wo ich das dreimal machen muss hier. So, Power Level 3. Zack, ist an. Es kommt doch jetzt.
Okay. Okay, da hinten war noch so ein Kabel. Oder so ein Anschalter. Ich drück das mal. Also ich muss wohl hier die Augen aufhalten. Muss ich auf die Decke achten. Da hinten hat's gesabbert, jetzt sabbert das nicht mehr. Das hat's verzogen. Aber wo ist das jetzt? Doch, das ist da. Guck mal. Krass. Ach, scheiße. Soll ich noch abspeichern? Ich speichere nochmal ab. Nein, das ist noch rot da hinten. Siehst du das? Ich glaube, ich kann noch nicht. Wie lange ist der Abstand? Eine Minute? Zwei? Drei? Bitte warten. Leck mich doch. Das ist, weil das, ich glaube, das bitte warten ist aber, wenn ein Feind zu nah ist, oder? Nope. Nee. Ich kann wieder. Aber es hört sich an, als würde der mir gerade wirklich auf den Schultern sitzen. So. Jetzt geht doch hier die Luzi ab. Was auch immer passiert, es wird anstrengend. Oh, da unten liegt die Leiche. Konnte man den plündern? Mein erster Gedanke, ne? Guck mal, da ist eine Leiche. Kann man die plündern? Ja, kann man. Aber ich höre einen Androiden. Ripley, alles in Ordnung? Ripley! Echt jetzt? Warum hat er mich nicht gesehen? Jetzt hat er auch rote Augen. Eben hat er keine roten Augen gehabt. Wo muss ich hin? Was? Leiten Sie das Evakuierungsverfahren an. Ach so, jetzt muss ich ja mit dem Mittelding noch rumspielen. Und vor diesem... ach, pass auf, wir haben doch was anderes schönes im Inventar. Hier so eine MP-Mine. Können wir auch noch eine von basteln. Das müsste doch gegen die Androiden helfen, oder nicht? Ja, so ein schöner Elektropuls. Sie können einen Ini-Androiden immer erkennen. Probier noch mal. Guck mal, was passiert. Haha. Kotzt doch. Wie war das noch? Die können nicht husten. Aber was muss ich machen? Ach, ich muss das ja auch noch hacken. Das noch. Oh, da bewegt sich ein Schatten. Ja, hast du den gesehen? War das erfolgreich oder muss ich noch mehr machen? Wo muss ich? Ach, ich muss zum Exit, ne? Jo. Oh, Alter. Schaffe ich das nochmal zu speichern? Das wäre doch cool. Oh Gott! Kommt da von der Seite. Da ist er nun am Android. Ich lauf mal. Oh nein! Oh, come on, Alter. Hast du das gesehen? Ja, Beginner's Trap, ne? Ja. Ich hab's doch eben noch gesagt, ey. Oh mein. Da kam die Sache aus dem Schatten. Also, kommt ihr immer noch hier raus? Okay, so komme ich auf jeden Fall hier durch. Pass auf, ich muss jetzt nach links. Wieder herstellen, ey. Ich gebe mal Fersen Dingsbums so und dann geradeaus durch. Alter, come on. Also ich höre, während du im Spiel gerade bist, höre ich dich nicht reden, weil der Ton verdammt laut ist. Ja?
Ja. Auch jetzt? Hörst du mich? Pass auf, ich kann jetzt mal so, also ich mach das immer ein bisschen leiser, wenn das zu laut ist. Ja, also wenn du hier da im Spiel rumläufst, da verstehe ich dich halt gerade nicht. So. Ist das jetzt besser? Ja. Okay, gut. Also sag ruhig, wenn's dann nicht funktioniert. Oh Mann! Ey, das hat nicht funktioniert. Ja. Okay, Ehrlich gesagt, ich sehe es gerade überhaupt. Ich habe die überhaupt nicht gesehen. Also an der Decke. Ah, hier, jetzt sehe ich's. Ah, okay. So, hier oben ist nichts. Alles klar. Wie kann das denn an allen Schächten gleichzeitig sein? Ja. Aber guck mal, ich hab doch gerade nach oben geguckt. Ich habe den Schacht gesehen, aber es kam kein Sabber raus. Ja, da cheatet irgendjemand. Ja, ich glaube auch. Das ist doch nicht ganz koscher hier. So. Das bedeutet aber auch, dass... Pass auf, ich kann dann einfach nicht daran vorbeigehen. Haben wir da noch eine andere... Nee, ich muss deswegen den... Doch, ich kann hier durch. So, ist hier irgendwo ein Schacht von oben? Heißt das, in diesem Raum waren wir noch gar nicht drin? So. Und da lang und dann links. Immer schön die Augen an die Decke halten. Ja, das war deine Alles Mutter. Alles Gute kommt von oben, ne? Richtig. So, und jetzt gleich irgendwo... Ah, ne. Geradeaus. Die übernächste rechts. Dann die zweite rechts. Oh, komm schon! Oh, nee. Ey, ich hab das Deckending gesehen. Es war ein Millimeter zu weit links. Verstecken ist nur eine vorübergehende Lösung. Ja. Thanks for nothing, Sucker. Kann ich auch... Achso, nee, links rum kann ich ja gar nicht. Hier rum war verschlossen. Ich kann ja nur hier lang gehen. Also, ich darf keine einzige von diesen Deckenteilen mitnehmen. War das links oder rechts? Rechts. Dann links, ne? Oh. Meine Orientierung. So, und dann war hier so ein scheiß Deckending hier rein. Dann müssten wir doch eigentlich zum Ziel kommen. Na, mach auf. Oh. Sieht gut aus. Das sieht ja vor. Okay. Dunkelheit schwappte über den Dude. Eindeutige Ansage. Dunkler als der Arsch eines schwarzen Stiers in einer mondlosen Prärienacht. Ich liebe dieses Zitat. Vermutlich habe ich es auch falsch zitiert, will ich nicht ausschließen, aber so oder so ähnlich. Hauptsache, wir haben hier ein bisschen Schrott mit eingesammelt. Das sollte man auf keiner Flucht vergessen. Wer weiß, was man aus diesem Schrott noch basteln kann. Ja. So wie MacGyver. Ja. Ich weiß aber nicht, wo ich lang muss. Mal halt in die Richtung. Aber hier ist auch verschlossen. Da oben ist noch so ein Ausrufezeichen, ne? Ja. Wenn du da dich nach links drehst. Ah, hier ist... Das hat... Ja, aber... Ich übersehe doch hier gerade irgendwas. Ja, da an der Wand irgendwo.
Da liegen noch ein paar Sachen. Es ist auch so mit Zeichen weg, aber ich meine, das ist da in dem Raum, da in der Mitte sind noch irgendwo zwei Türen, ne? Da auf der Karte in dem Raum, wo du jetzt bist, da waren noch zwei Durchgänge eingezeichnet. Aber die waren verschlossen. Okay. Siehst du? Ah, eine Leiter. Mit der muss ich irgendwas machen. Okay. Du guckst die Leiter an und springst an die hoch? Okay, pass auf, ich muss hier... Ich muss... So was hier machen. Ja. LS... Hoch. Oh Gott. Der Sound war doch bestimmt immer noch gerade ein bisschen laut, oder? Ja, gerade, das war schon recht laut. Ja, dann hätte ich es noch ein bisschen weiter runterstellen müssen. Also für mich war es auch relativ laut, aber jetzt nicht so mega. Ah, schade. Ich bin auf die Aufnahme gespannt. Hoffentlich ist das nicht... Ist es nicht zu laut? Oh, ich glaube. Also liegt noch was? Ja. Molly-Stoff. Jawoll. Oh, du hast die Bahn erreicht. Ja. Naja, die Bahn nicht, aber immerhin schon mal ein Aufzug. Puh. What a thrill. Und damit wäre dieses Kapitel wohl beendet. Ich sehe... Ah, nee, du musst noch Taylor die Scheiße bringen. Aber ich glaube, es ist trotzdem... Hier ist trotzdem ein Checkpoint. Da gab es gerade dieses alternativer Fahrstuhl. Ja, Scherzkeks. Soll ich einen hier alternativen Fahrstuhl finden? Ah, okay. Mit einem Schacht. Mit einem Schacht. Pass auf. Na, falsche Taste. Okay, achso, das spielt ja verrückt hier unten. Ich wollte mir hierfür noch einen reinpfeifen. Und wenn wir schon dabei sind, dann können wir uns noch einen basteln. Wollen wir uns noch ein Gerät basteln? Ja, ist doch ein bisschen Ethanol, ne? Ja. Warte, ja, aber irgendwas anderes fehlt uns.
Ein Sensor fehlt uns noch. Hier, ein Sensor fehlt uns leider noch. Ja. Oh, da hinten liegt irgendein... Achso. Das ist echt geil. Ich weiß nicht, ob das da... ob das da eine Leiche ist oder... Oder sonst irgendwas, ne? Ah, ich liebe das, wie die mit diesen... diese Lichtspiele, die die machen. Und da, da einem hier so... Dass die Furcht einen so die Fantasie spielen lässt. Das ist total genial. Ich soll es mal anlassen, das Licht. Geht's wohl nur runter, oder? Ja, ich glaube. Geronimo! Da fehlt ein Teil. Das muss ich in Ordnung bringen. Ja, ja. Erstmal abspeichern. Das war ein guter Kommentar beim Abspeichern. Du schießt einfach auf alles, was sich bewegt. Peng! Okay. Kannst du mal deinen Revolver rausholen? Na komm, ey, das schaffen wir ohne. Die berühmten letzten Worte. Ich schätze mal, wir kommen gar nicht drum rum, außer hier durchzugehen. So, hier ist nix. Wird langsam Zeit, den Ballermann aus dem Sack zu holen. Auf keinen Fall. Er meint auf keinen Fall. Mahoney, ja, zum Glück. Wir wurden angegriffen. Plünderer. Wir haben das Überwachungsband gesehen. Könnt ihr nach oben kommen? Wir sitzen in der Falle. Der Aufzug geht nicht. Er ist halt auch nicht so ein super geiler Dinosaurier wie ich. Wir wissen nicht, wo wir suchen sollen. Ist der wahnsinnig? Peterson will wissen, ob du wahnsinnig bist. Diese Dinger greifen jetzt Menschen an. Sie sind harmlos, außer man unterliegt etwas Ordnungswidriges. Mit einem Androiden im Lager zu sprechen, sollte in Ordnung sein. Er wird wissen, wie man den Aufzug repariert. Okay, Francis, Ende. Arschloch, wird schon gehen. Ich werde mich jedenfalls sicher nicht mit den Dingern anfreunden. Haltet nach Bewegung Ausschau. Könnte überall sein. Und hier ist nix. Ist auch keine Leiter. Ich werde für eine Zigarette töten. Nee, tut man nicht. Boah, wie kann man für sowas Ekliges denn nur an Mord denken? Also, was jetzt? Moment! Lass mich nachdenken. Was meinst du, was das vorhin für ein Geräusch war? Hat sich wie eine Explosion angehört. So viel war mir auch klar, du Genie. Aber was hat sie ausgelöst? Ist bestimmt Waits. Hab gehört, er will die Kreatur mit Fallen töten. Fernsprengladung. Kannst du das glauben? Der muss durchgedreht sein. Vielleicht ist das die Lösung. Ich hab gehört, Waits hatte einen sicheren Unterschlupf in der Nähe der Galerie. Da könnten wir hin. Hast du mich nicht gehört? Der Irre jagt alles in die Luft. Nein, danke. Uns gehen die Möglichkeiten aus. Dann halt's Maul und lass mich nachdenken. Warum habe ich diesen Auftrag nochmal angenommen? So. Die sind echt alle die Ruhe selbst, muss man ja sagen. Ja, ne? Sag mal, was könnten wir noch mal... Wir werden bald schlafen müssen. Was können wir gegen die noch ausrichten? Hier sind der Elektroschocker. Die sind nicht allein. Ja. Etwas hat das ist Stealth-Kill, ne? Ja. Ah, Revolver im Nisch. Bleib wach, du Depp. Wenn wir das hier schaffen wollen, musst du am Leben bleiben. Geht's hier hoch? Nee. Ja, die größte Paranoia in der deutschen Version von Alien Isolation ist es, von irgendeinem Charakter plötzlich die Stimme von Kronk zu hören. Man
Mann, ey, das, seitdem kann ich echt keine Spiele mehr auf Deutsch spielen, wenn ich sie neu spiele. Weil du dich jedes Mal vor Angst ziehst dir alles zusammen. Ja. Ja, wusstest du denn eigentlich, dass das Gronkhs Stimme war? Bei nee, Evil nee das hast du mir ja gesagt, als du mir das gezeigt hattest. Okay, genau. Ich wusste nicht mehr, ob du das vielleicht auch vorher schon wusstest. Nee. Mir kam nur sofort diese Wayne's World-Szene da in den Sinn. Ja. Wir schaffen das schon. Wir schaffen das. Ja. Ging mir aber auch ganz ähnlich, muss ich sagen. Also das fand ich so krass, war so ein Schocker. Aber das Witzige ist ja, dass ich noch betont habe, wie scheiße das war, obwohl ich noch nicht mal wusste, wer das überhaupt ist. Ich fand's einfach nur mega schlecht und unpassend. Ja. Tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, aber das war die denkbar unschuldigste Einschätzung von mir. Oh, ja, hat man gemerkt. Und die Einschätzung war auch definitiv richtig und angebracht. Ja. Auch Plan verbessert. Nice. Lass mal hier den Computer checken, bevor ich abspeichere. Ein kleiner Text. Eine Hiwi-Waffel. Russell, hier ist meine tolle Rede für potenzielle Kunden heute. Was halten Sie davon? Spedding macht mich kalt, wenn die nicht anbeißen. Herzlich willkommen, meine Herren. Willkommen. Im Herzen des Wasserpool Synthetic Solutions. Nächstes Album unserer Tour ist Systech-Turm auf dem Apollo-Kern. Aber zunächst ein Beispiel für Androiden-Selbstführung. Benötigen Sie Apollo-Syntheten, eine größere Reparatur, als die Werkstatt durchführen kann? Kommen Sie hierher. Wir sind davon überzeugt, dass dies die erste Liefer vollautomatischer Synthetenreparatureinheiten ist. Ganz ohne den Einsatz menschliches Wissens. Ganz ohne teures Training. Die Daten kommen direkt von Apollo. Boah, mein Gott. Meine Herren, so sieht die Zukunft aus. Morgen gemeinsam. Boah, war das Geschwafel. In der Tat. Lagerinventar. Russell, die von oben... Wir wollen eine komplette Übersicht über das gesamte Komponentenlager. Ein paar der Sachen da sind nützlich, ein paar sind Schrottschätzen. Okay. Smythe. Komponentenlager. Vielleicht soll uns das merken. Ansonsten ist hier nicht so viel. Alles klar, dann können wir speichern. Emergency. Emergency. Immer Gossi. Keiner zu Hause. Oder? Oh. Doch jemand zu Hause. Da ist jemand zu Hause. Wow. Tschö. Ich geh da mal. Jo. Hier ist ein Computer. Und Revolver mit Munition. Sehr gut. Hörst du das eigentlich knarren? Ja. Oh, das ist mein... Mein geiler Stuhl. Ja. Morgen gemeinsam. Bla bla bla. Also ich schenke mir erstmal hier, ne? Warte mal. Ich notiere mir mal die 2071, obwohl das nur Jahrzahl ist. Wer weiß, vielleicht ist es ja auch ein Code. Bis du dann in der nächsten Aufnahme nicht mehr weißt, wofür die eigentlich noch gut war. Ja, aber ich hab's mir notiert. Ach, 2066 gibt's auch. Vielleicht brauchst du auch die Differenz zwischen diesen beiden Zahlen. Ja, es wären aber keine 4. Und dann daraus nochmal die Quadratwurzel ziehen. Pi mal Daumen. Richtig. Pi mal Daumen. Smythe, haben Sie Ihren Text für die VIP-Besucher heute gelernt? Wir müssen Eindruck schinden.
Man hört Gerüchte, dass das die letzten potenziellen Besteller für eine Ladung Sevastopol-Heavys sind. Falls die sich für Weyland-Yutani-Schrott entscheiden, stehen die uns von Sixen zugeteilten Jobs auf der Erde auf dem Spiel. Dann geigen sie das nicht. Spedding Ende. Wo müssen wir denn lang? Geradeaus oder die Treppe hoch? Geradeaus geht ja nicht. Ah ne, doch, da ist noch eine Tür. Ja. Okay. Oder kommen wir hier, ne? Ne, kommen wir nicht. Doch, warst du nicht vor allem? Ne. Ich blick's gerade nicht ganz, um ehrlich zu sein. Also für mich sieht das aus, als... Doch, der ist hier gerissen worden, der Typ. Ja, genau. Aber da hinten ist auch eine Tür, wo es durchgeht. Und hier ist noch eine verschlossene Tür. Zugang zum Warenlager. Schlüsselkarte benötigt. Okay. Da steht jemand mit roten Augen. Noch hat er keine roten Augen. Ich gehe mal die Leiter hoch. Vielleicht ist es ja auch nur ein abgeschlossener Raum hier oben. Oh, auf jeden Fall was zum Abspeichern. Das ist gut. Gerät unzureichend. Oh, Gift. So, hier können wir... Was machen wir denn hier? Gerät unzureichend. Eine komplizierte Schalltafel, die ich nicht verstehe. Das könnte der U-Bahn-Plan von Düsseldorf sein. Ah, der ist relativ simpel. Köln ist komplizierter. Na, wobei, es geht. Auf jeden Fall ist unser Gerät unzureichend. Mal wieder. Ja. Boah. Ich muss sagen, ich hätte gedacht, dass wir näher am eigentlichen Kapitelende sind. Achso, hier kommen wir nicht rein. Mein Gott, mein Kurzzeitgedächtnis, ey. Schlimmer als das von der Eintagsfliege. Eine tiefe Nase Gas einatmen. Nutzen Sie den Androiden als Zugang zum Komponentenlager. Aber den muss ich erstmal aktivieren. Ich glaube, dazu brauche ich ein verbessertes Gerät. Oder ich muss den Strom wiederherstellen. Finden Sie einen Weg, den Bedarfsandroiden einzuschalten? Ja, aber hier krabbelt doch ein Alien rum. Finden Sie einen Weg, das Alien vom Bedarfsandroiden wegzulocken? Und dann finden Sie einen Weg zu überleben. Das wird mir langsam ein bisschen zu kompliziert. Finden Sie einen Weg, nicht zu sterben. Das ist viel zu kompliziert. Okay, das ist nur so ein Verbindungsgang, das habe ich mir gedacht. Oder gibt es hier noch mehr? Sieht mir nicht so danach aus. Ich glaube, das ist ein ziemlich simpler Verbindungsgang. Ah, Moment, wo wir dabei sind. Vielleicht kann ich noch was basteln. Ne. Das wäre doch jetzt cool, wenn du eine Bedarfsandroiden-Einschaltfernbedienung basteln könntest. Das wäre ja cool. kann man die Aliens eigentlich auch mit so einer Leuchtfackel weglocken, indem man die irgendwo hinwirft? Ich glaube schon, dass das Auswirkungen hat. Oh, ist noch eine Emergency. Trigger ich was, wenn ich das hier nehme? Ja. Finden Sie einen Weg. Finden Sie einen Weg, das Gerät zu nehmen. Finde ich. Aber sag mal, wann haben wir die Aufnahme eigentlich gestartet? Weißt du das? Vor einer ganzen Weile, würde ich mal sagen. Ja, ne? Ich glaube es auch schon ein bisschen. Ich glaube auch, dass es ein bisschen her ist. Ich überlege, ob ich eine Pause machen soll. Ich dachte nur, vielleicht schaffen wir es.
Vielleicht schaffen wir es noch, das Medipack abzugeben, aber ich glaube, das scheint mir noch so weit zu sein. Ich weiß was, ich glaube, ich mache hier eine Pause. Mache hier einen kleinen Schnitt. Jo. Und ich warte noch eben ab, bis ich hier wieder speichern kann. Und, wobei, das kann ich offscreen machen. Ja. Ja, in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Scheinsberg, vielen Dank fürs Dabeisein. Das war eine ausgesprochen unterhaltsame Session, wie ich fand. Auf jeden Fall, war sehr, jetzt fehlt mir gerade echt ein Wort dafür. Sehr, sehr haarige Angelegenheit. Ja, haarige Angelegenheit, genau. Sagen wir es so. Ja. Sehr nervenaufreibend. Ja. Mit genau, dem Tisch und den drei vorbeilaufenden Menschen und dem Alien hinterher. Ich bin echt mal gespannt, wie sich das in der Aufnahme dann später macht. Freue ich mich sehr drauf. Gut. Also in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch und Scheißback, du hast gerne das letzte Wort. Jo, ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal und keep gaming.